VfR TV wird Ihnen präsentiert von Cloud4U, Ihrem regionalen Partner für sichere Hosting und Cloud-Services. Ja, endlich wieder Drittliga-Fußball. Herzlich willkommen euch zur ersten Pressekonferenz der Saison 2016-17, zumindest was die Spieltage angeht. Herzlich willkommen auch unserem Chefcoach Peter Vollmann, der, denke ich, genauso froh ist, dass es nach der harten Vorbereitungsphase jetzt endlich losgeht, oder Peter? Ja, ich denke, noch glücklicher sind die Spieler, dass sie jetzt ihre 5,5 Wochen extrem harte Trainingseinheiten, auch vom Aufwand her, dass fast jeden Tag zweimal trainiert wurde, wenig frei war, sodass die Spieler da sicherlich sehr froh drüber werden. Und ich natürlich auch, weil letztendlich geht es immer um den Wettkampf und da freut man sich drauf. Und da sind wir jetzt vorbei in der Zeit und gehen ins erste Spiel gegen Wiesbaden rein. Alljährlich natürlich immer großes Rätselraten bei allen Clubs vor dem ersten Spiel. Wo steht man? Wie würdest du aktuell den Leistungsstand deiner Truppe definieren? Ja, normal darf man das ja heute nicht mehr sagen, dass man es eigentlich gar nicht weiß. Da wird man normalerweise geschlachtet von medial, aber ich kann es wirklich nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Wir haben in der Vorbereitung Spiele so gemacht und Spiele so gemacht, gute, weniger gute Spiele. Und ich kann jetzt wirklich nicht einschätzen, und dafür sind letztendlich die ersten Spiele auch da, um jetzt wirklich zu sagen, trotz aller Analysen, wir sind da und da. Ich glaube, dass wir eine gute Überzeugung, eine gespannte Erwartung haben, aber ich glaube auch, dass jeder neugierig ist, wie unser eigener Auftritt wird. Jeder einzelne Spieler, der Trainer und ich denke, die Fans auch. Und vor allem eine gute Erinnerung an den letzten Auftritt in Wiesbaden, wenngleich man sagen muss, dass sich auch die Mannschaft des SVBW ziemlich verändert hat, ziemlich umgebaut wurde. Wie schätzt du den kommenden Gegner ein? Ja, es ist so, dass der gegenüber dem letzten Mal der SVW in Wiesbaden sich auf Minimum 8 Positionen, vielleicht auch 9 Positionen verändert hat. Also in komplett anderer personeller Situation auf den unterschiedlichsten Positionen ist. Also die meisten sind nicht mehr dabei. Und insofern ist da auch kein Vergleich heranzuziehen. Die Konstante ist der Torwart. Mit Gulke, aber sonst hat sich die Mannschaft fast noch komplett verändert, haben auch einige neue dabei. Was auffällt, die Mannschaft ist extrem groß, also viele Spieler sind über oder an die 1,90. Das zieht gleich immer gefährliche Standard nach sich, da werden wir sicherlich auch mit zu tun haben und ich glaube, dass man einfach die Mannschaft vom letzten Mal so einfach nicht mehr miteinander vergleichen kann. Dann schauen wir aufs Personal. Gestern gab es ja die Hilfsbotschaft, dass Ralf Husic sich verletzt hat im Training, 6 bis 8 Wochen Pause nach Fingerbruch. Wie gedenkt ihr, diesen Verlust aufzufangen? Kann sich da vielleicht noch was tun, auch auf dem Transfermarkt? Erstmal haben wir jetzt noch Transferfenster bis Ende August offen. Dann haben wir schon wieder eine geraume Zeit hinter uns, aber die Situation ist natürlich schwierig. Wir haben uns natürlich auch dann unsere Gedanken darüber gemacht. Ralf wäre ein sehr guter Ersatz, wenn es mal beim Daniel nicht klappen würde, bei Matthias Leier, und da tue ich ihm nicht weh, der spielt übrigens 17 Jahre alt. Da ist es natürlich so, dass er noch eine Sondergenehmigung braucht, um überhaupt bei uns Fußball spielen zu können. Er ist ja ständig dabei, ist unser dritter Torwart. Ziel war eigentlich, ihn dann oben zu trainieren und dass er dann in der U19 spielen kann. Das fällt jetzt komplett weg, also erhöht sich unser Risiko, dass wenn der Daniel mal etwas hat, was er nie ausgeschlossen ist, also das kann ja immer sein, so dass mit dem Matthias Leier natürlich ein sehr unerfahrener Torwart dann im Tor stehen würde. Aber wir können von heute auf morgen keine andere Situation herbeiführen und werden jetzt erstmal so in dieser Situation weitermachen. Ob dann noch eine Entscheidung anliegt, hängt letztendlich da auch daran, wie schnell die Situation mit dem Husic klappen kann. Jeder, denke ich mal, versucht, aber wir müssen Minimum
mit 6 Wochen rechnen. Und ja, es ist für uns auch nicht einfach, jetzt einfach mal einen Torwart dazu zu nehmen und zu sagen, so jetzt nehmen wir einfach mal einen Torwart dazu, den wir ja auch ein ganzes Jahr verpflichten müssen. Also dann hätten wir hinterher 4 Torhüter. Das wäre auch eine ganz schwierige Situation für uns. Also wir gehen jetzt erstmal so in die Situation rein und dann müssen wir sehen, wie es in den nächsten 4 Wochen sich gestaltet. Sonst sind aber alle fit für den Sonntag. Sonst sind alle fit durch die Vorbereitung gekommen. Außer Sebi, der natürlich noch 2 Wochen Rückstand hat. Aber er ist mittlerweile auch voll dabei und denke ich auch in einem sehr guten Zustand. Wunderbar. Ich blicke in hochmotivierte Journalistengesichter. Bin gespannt auf eure Fragen. Bitte schön. Ist das so, weil uns keiner sieht? Ist es dann vielleicht noch die Personale Schnitzler, die kursiert ja auch wochenlang hier durch die Gegend, jetzt ist er nach Heidenheim gegangen. Ist das jetzt im Nachhinein dann umso ärgerlicher, dass er jetzt weg ist? Und er hätte sich auch den Finger brechen können. Also so ist es nicht. Also wir sind mit der personellen Situation zufrieden. Und zumal es ja auch letztendlich so war, dass wir mit dem Oliver klar auch eine Abmachung getroffen haben. Er muss spielen, er wollte unbedingt weg, was wir auch verstanden haben, wenn wir alternativ eine Situation herstellen können, die ähnlich ist. Und das ist uns ja letztendlich gelungen, dass Verletzungen immer wieder passieren können. Es hätte auch den Daniel treffen können. Das war eine unglückliche Trainingsverletzung. Fingerbruch ist für ein Torwart das Schlimmste, was es eigentlich gibt. Und, aber jetzt diese andere Situation da entsprechend nachzutrauern, wäre ja nicht die Situation. Wenn es so wäre, würde Schnitzler trotzdem auf der Bank sitzen und er wäre nicht zufrieden. Jetzt haben Sie ja letztens gestern noch vermieden, überhaupt irgendwelche Namen zu sagen, wo wer irgendwie am Ende der Saison sein könnte. Vielleicht mal konkret auf Fall den Wiesbaden. Wo schätzen Sie die ein, vom Niveau her, von der Stärke her? Ich kann das nicht, wirklich nicht. Also die Mannschaft hat, wenn man sie jetzt auf dem Papier sieht, und ich habe sie hier liegen, hat sie sich auf 9 Positionen verändert und haben einen neuen Mittelstürmer dazu bekommen, haben in der Viererkette, haben auf den 8er-10er-Positionen neue Spieler besetzt und ich kann das nicht. Ich denke, so wie der Club sich jetzt erstmal auch selber vorsichtig einschätzt, dass er sagt, man muss ja sehr, sehr vorsichtig sein, das hat er die letzte Saison ja bewiesen, siehe Cottbus oder Stuttgarter Kickers. Also jeder ist relativ vorsichtig, sich nach vorne zu trauen, aber ich schätze der Mannschaft einfach einen guten Mittelplatz, kann man den schon zutrauen. Das denke ich schon, aber sie werden, glaube ich, nicht diese schlechte Rolle spielen, die sie letztes Jahr gespielt haben. Wenn wir gar nicht so weit nach vorne blicken, wenn Sie das Spiel selber sehen, wo haben Sie denn Stärken bei den Wiesbadern ausgemacht, jetzt schon, abgesehen von den Standards? Ja, es ist eine Mannschaft, die unheimlich schnelles Umschaltspiel hat, versuchen den Gegner früh zu stören, sofort schnell umzuschalten, versuchen in beiden Varianten zu arbeiten, das heißt mit langen Bällen und auch eine kurze Spieleröffnung, also sind da sehr flexibel, sehr variabel und haben, sage ich mal, das ist auch heute eine Waffe mit Lorenz und Kovac, 2 Einwerfer, die bis an den Elfmeterpunkt werfen können. Das ist auch eine Riesenwaffe und haben mit Lorenz, mit Andrich, mit Blacher, mit Schnellbacher, mit Scheffler 5 torgefährliche Spieler, die, wenn man die Historie der Spieler sieht, alle schon mal 2. Liga, 3. Liga gespielt, Tore gemacht und ich schätze also, dass sie in der Offensive wirklich sehr, sehr gut besetzt sind. Die großen Spieler von Wien Wiesbaden bedeuten zwangsläufig, dass Thorsten Schulz auf der Bank sitzt. Nochmal, habe ich nicht verstanden. Die großen Spieler von Wien Wiesbaden bedeuten zwangsläufig, dass Thorsten Schulz auf die Bank muss, oder? Bedeutet zwangsläufig, dass wir uns gut darauf einstellen müssen. Und nicht, dass unbedingt Thorsten Schulz auf die Bank muss, sondern wir müssen uns gut auf diese Standardsituationen einstellen. Was wir dafür tun können, ist, dass wir den Gegner über einfache Foulspiele so ins Spiel kommen lassen. Wir werden nicht alles verhindern können, aber wir müssen uns halt bemühen, den Gegner so weit wie möglich vom Tor wegzuhalten, wenn wir Spielunterbrechungen dann machen.
machen, dass wir da immer so ein Stück weit weg vom Tor sind. Aber wir werden nicht alles vermeiden können, aber wir müssen versuchen, diese Dinge zu minimieren. Nicht, dass wir zwangsläufig 20, lieber vielleicht dann eben 8 oder 10 Ecken. Es kann immer was passieren in einer Standardsituation, aber wir haben uns jetzt diese Woche im Training auch nochmal auf diese Situation vorbereitet. Aber ganz, das ist wie bei der nationalen Sicherheit, ganz sicher, zu 100% können wir nicht versprechen, dass wir die Dinge dann auch vermeiden können. Wer ist denn im Mittelfeld neben Welsmüller am weitesten? Wer hat da die höchsten Einsatzchancen von Deichmann, Preisinger, Brasilianis? Die höchsten Einsatzchancen haben eigentlich alle. Also haben Sie sich da noch nicht entschieden? Nein, habe ich mich noch nicht entschieden, weil es wäre auch verkehrt. Ich habe einfach die Erfahrung auch gemacht, im Abschlusstraining morgen, ein Spieler verletzt, alles ist hinüber, deswegen ist es auch wichtig, dass wir, wenn wir Standardsituation trainieren, heute das mit dem Großteil der Spieler machen, alle Spieler, die dafür in Frage kommen. Und ich glaube, der Kollege hat sich auch noch nicht komplett festgelegt und da braucht man eben auch noch ein, so bis das letzte Training vorbei ist, dann hat man den Freitagabend und wir unterhalten uns im Trainerstab und dann wird man die beste Entscheidung treffen, weil vielleicht hat man dann auch die letzte Information über den Gegner, etwas mehr als jetzt heute am Donnerstag, so dass wir dann gucken können, ob Thorsten Schulz oder Fabian Männig spielt. Bei all dieser Ungewissheit, die Sie ja jetzt auch artikulieren, kann man davon ausgehen, dass Sie dann eher defensiv in Wiesbaden auftreten werden, vielleicht dann mit nur einer Spitze und das Mittelfeld stärken werden? Nee, das nicht. Also ich denke, das ist ja auch so eine entscheidende Situation. Wir müssen eine gute Balance zwischen Verteidigungszeit und Ballbesitzzeit hinbekommen mit extrem kurzen Übergang. Das heißt, wir dürfen, egal ob wir den Ball gewinnen, den Ball verlieren, müssen wir eine extrem kurze Übergangszeit haben zu der Verteidigungszeit bzw. Ballbesitzzeit. Und ich glaube nicht, dass man einfach nur immer defensiv spielen kann und dann auf das Glück hoffen kann, dass man vorne einen macht, sondern wir müssen sehen, dass wir versuchen, wenn wir unsere Ballbesitzzeiten haben, die gut zu den Verteidigungszeiten passen müssen, dass man dann auch nicht defensiv spielen kann, sondern im Ballbesitz müssen wir nach vorne spielen und das werden wir auch tun. Was überwiegt denn bei Mika Ojala, diese starke Vorbereitung oder dieses schwache Spiel gegen Wolfsburg? Ich denke, dass man sich da nicht auf mit einem Spiel letztendlich dann die Analyse treffen kann, so jetzt hat er gegen Würzburg gleich gespielt und dann ist er damit raus, sondern wir müssen einfach die 5,5 Wochen komplett sehen. Und da hat er sich in den Trainingseinheiten und in den meisten Spielen auch, wie andere Spieler auch, positiv nach vorne gespielt. Und ich glaube, dass er gegenüber der letzten Saison, wo er ja auch am Ende noch mit entscheidende Rollen gespielt hat oder eine entscheidende Rolle gespielt hat, dass der Mika auch eine gute Anfangschance hat, da in Wiesbaden zu spielen. Und insofern ist das auch so eine Situation, die also Stand heute einfach noch nicht für mich entschieden ist. An der Spitze hat Wegkamp schon seinen Platz für Samstag sicher oder ist auch da noch offen? Nein, das ist nicht offen. Es geht ja auch, dass beide spielen können unterm Strich. Wir haben ja auch gute Erfahrungen gemacht, dass Wegkamp und Morris zusammen spielen können. Und das ist immer für mich eine Überlegung wert, weil, wie gesagt, wir wollen uns ja nicht in Wiesbaden verstecken, sondern wir müssen einfach sehen, wie es am besten auf den Gegner passt und wie wir unsere Möglichkeiten auch am besten dann ins Spiel bringen oder in den Ring werfen können. Und das ist so eine Entscheidung, da ist wirklich die letzte Entscheidung noch nicht gefallen. Wir haben jetzt noch zweimal Training, heute und morgen. Und da sage ich immer, ja, dass Wegkamp sicherlich in der Vorbereitung seine Tore gemacht hat. Das spricht eindeutig für ihn. Aber wir kennen auch die Gefährlichkeit und die überraschenden Momente von Matthias Morris. Und in so einem Spiel kann man die vielleicht auch gut machen. Beide Innenverteidiger haben in Wiesbaden gespielt. Ist es was vielleicht zusätzlich pusht noch die beiden? Oder planen Sie das sowas aus und vor?
Also ich denke mal, im Robert wird es nicht mehr pushen. Beim Thomas ist es so, dass er natürlich, und das will man eigentlich immer, wenn man gerade im ersten Spiel, dann der Wechsel noch relativ frisch ist, dann will man immer ein gutes Spiel machen. Und da bin ich auch von überzeugt, dass er das auch, und das ist ja ein wichtiger Moment, ja, dass man das auch nervlich hinbekommt. Und da wird eben auch letztendlich viel von abhängen, ja, dass wir die Ruhe und die Nerven haben, auch in so einem Spiel dann, in so einem ersten Spiel auch, ja, unsere Nerven und unsere Kontrolle, was die Ereignisse im Spiel angeht, dass wir die auch im Griff haben. Ja, und ich glaube, umso besser man vorbereitet ist, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man auch da die Fehlerquelle klein hält. Und das, glaube ich, wird auch letztendlich dieses Spiel entscheiden. Die Mannschaft, die die größten Fehler macht, wird unterm Strich vielleicht das Spiel verlieren bzw. im Umkehrfall gewinnen. Und hat sich dahingehend zur vergangenen Saison nichts geändert? Das haben Sie, glaube ich, häufiger schon gesagt. Das glaube ich auch. Also es ist ja auch so, dass wir diese Saison auch wieder mit wenig Toren Spiele gewinnen müssen. Ich glaube nicht, dass jetzt von jetzt auf gleich so eine Situation hergestellt ist, dass wir jetzt so wie Wiesbaden plötzlich dann auf drei, vier offensiven Positionen anders aufgestellt ist als im letzten Jahr, sondern bei uns ist es ja so, dass wir ja zumindest ähnlich aufgestellt sind, und insofern wird das immer so sein, dass wir versuchen müssen, und ich finde das aber auch nicht schlimm, mit wenig Toren Spiele zu gewinnen. Ich glaube nicht, dass wir uns auch dieses Jahr nicht zur Tormaschine entwickeln werden. Das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Ist aber auch nicht schlimm, sondern wir müssen sehen, dass wir die Zeiten, die für uns wichtig sind, Verteidigungszeit, Ballbesitzzeit, Übergang, dass wir die optimal dann gestalten. Und dann haben wir immer auch die Chance, aus wenigen Chancen auch Tore zu machen. Und das ist auch so eine Strategie, die auch im letzten Jahr sogar einen Aufsteiger verfolgt hat und aufgestiegen ist. Deswegen kann die Strategie auch gar nicht so schlecht sein. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie aufsteigen wollen, aber ist das jetzt die Wiedergeburt des Catenaccio sozusagen auf der Ostalb? Ne, überhaupt nicht. Also ich habe das ja gerade schon gesagt. Also wir werden, wenn wir im Ballbesitz sind, nach vorne spielen. Das ist klar, es gibt Dinge, da muss man sich immer nach dem Gegner richten. Wenn er im Ballbesitz ist, dann können wir nichts dran ändern. Da müssen wir sehen, dass wir den Ball schnell wiederkriegen und dann aus dem gewonnenen Ball, aus dem Ballbesitz, den wir dann erzielen, müssen wir nach vorne stehen. Es wird uns nichts bringen, auf hohe Verteidigungszeiten zu setzen, und dann kriegen wir doch irgendwann mal ein Tor und dann fangen wir an, auf hohen Ballbesitzzeiten zu setzen. Also das wird nicht hinhauen. Deswegen müssen wir immer sehen, wenn wir im Ballbesitz sind, dass wir auch nach vorne Fußball spielen, weil ich glaube, dass wir fußballerisch eine gute Mannschaft sind. Und ich glaube, dass sowohl als für Wiesbaden auch für uns, ja, die Verteidigung, die Verteidigungszeiten, die entscheidende Rolle spielen. Wer der gut ist, ja, der wird auch automatisch gut nach vorne sein. VfR TV wird Ihnen präsentiert von Cloud4U, Ihrem regionalen Partner für sichere Hosting und Cloud-Services.